Die Overlord hat noch. Oh, er könnte schaffen. Und das schafft er auch. Durch ein Mystic von X-Men hat er alle Overlords hier verloren. Da war auch sehr viel an den Minerals down gegangen. Das sieht man auch gerade jetzt hier. 2600 gerade für ihn verloren. Auf die Bane-Dinge hier nicht gerade die beste Wahl. Hier oben ist noch ein einzelner Observer, der alles gerade sieht. Und da laufen sie aber rein, die Main, die Expansion. Vorne ist wieder Haso. Das ist genau, was wir auch im ersten Match hatten. Er macht, er lenkt den Protoss wieder, will den Drop ab und läuft dann rein. Da kommen die einzelnen Archons. Aber hier oben gerade jetzt hier richtig übel. Haso auf extrem Supply Block gerade jetzt. Und da baut sofort vier Pilots nach. Wir haben ein Grüne gelernt und dreier Midi Attack. Jetzt hat er das nicht mal vergessen, die Match Nummer 2. Sehr, sehr wichtig für ihn. Und da kommen die Storms. Oh, die Storms, so viel Schaden, aber der Bailey hat richtig viel mitgenommen gerade jetzt. Richtig klasse gemacht. Workers Kill, 10 Workers Kill gerade einfach für ihn, aber dafür 89 Units für den Spieler Haso Ops. Und bei Minerals sind wir gerade richtig knapp beieinander. 400 Minerals gerade Unterschied. Also gerade jetzt hält sich gerade das Verlustverhältnis ungefähr die Waage. Wir haben bei den Dark Shrine der ist gerade in Auftrag gekommen, auch Bodenwaffen Level 3. Es hat erneut, hier werden die Tees auf das Spielfeld kommen. Wir haben endlich das Borrow Upgrade für die Zerg Units, aber auch Spire ist dabei, bald auf das Spielfeld zu kommen. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr bald jetzt hier die ersten Corruptor und vielleicht sogar mal wieder Greater Spire, was natürlich sehr schön wäre. Und wie gesagt, der Protoss-Spieler ist dabei, ist hier auch komplett seine Seite unter Beschuss zu nehmen. Aber der Zerg erneut mit einem guten Drop hier in die Mainbase rein. Kann aber nicht viel Schaden machen, wie er gerne machen wollte. Zieht nochmal, muss erneut alles einladen und verzieht sich erstmal Charge Upgrade gleich hinten dran für den Protoss. Weil er sagt, okay, da kann ich richtig hier Charge upgraden, brauche auf jeden Fall auch gegen die einzelnen Bane-Dinge, einfach nur um ranzulaufen, um dann den ganzen Damage als Meat Shield zu tanken. Da kommt jetzt hier, oh, so ein übles Spiel. Da hatten sie keine Chance hier, die Bane-Dinge und Zerglinge laufen rein. Diese Insel war noch nie so sehr bevölkert wie gerade jetzt. Erneut hier, oh, Mars, Zerglinge und Bane-Dinge laufen rein, also X-Lord gibt ja auch nicht auf. Sieht genau, was er machen muss und harassed hier, bist du hier nicht mehr sofort, kommt hier der Ego Slide hier. Ach nee, laufen ist in Mining, aber der Protoss Ball ist in Position, kommt hier ran. Die Cannon könnte noch fallen und die Cannon wird fallen. Sehr schön ist hier gerade gemacht. Kommt hier nochmal gut Schaden machen, Units lost, aber trotzdem eher ganz klar im Nachteil. 700 Minuten Unterschied gerade jetzt zum Nachteil von ihm gereicht. Wir haben das 3er Schadensupgrade auch gleich für den Protoss-Spieler, dann hat er gleich 3-1, aber der sorgt einfach mal gleich auf 3-3. Erneut hier oben die Zerglinge und Ingrid hört nicht auf. Er macht überall Harassment. Wo er nur kann, kommt das Harassment gerade bei ihm an. Er kann ohne Probleme hier unten anfangen zu harassen. Er kann unten oben harassen, unten harassen, überall harassen. Keine Frage für ihn. Und der Protoss muss einfach mal ohne Gnade hin und her laufen. Er hat kaum Möglichkeiten, dem anders zu begegnen. Und ist dabei jetzt gerade auch hier seine Armee weiter zu verstärken. Army Supply, gucken wir jetzt einfach mal, ist Haso vorne mit knappen 30 Supply. Greater Spire jetzt aber für den Zerg, damit könnten wir erneut hier bald den einzelnen... Wo ist denn der Greater Spire, verdammte Scheiße? Greater Spire. Dort morpht er gerade rein, das heißt bald haben wir den Broodlord wahrscheinlich hier auf dem Spielfeld. Dreier Schadenupgrade ist durch, daher Pate kommt gleich. Da kommen hier große Storms, haben die komplett die Bane-Dinge, meine Fresse. Die Bane-Dinge sind hier komplett gestorben, haben aber auch hier einzelne Pilots mitgenommen, wie man noch sehen kann in den letzten Überresten hier. Units lost, erneut der Fokus darauf, 900 Minuten Unterschied, also der Zerg schießt sich immer weiter jetzt hier zurück, kann man nicht anders sagen. Und der Protoss dabei, das zweite Panzer-Upgrade reinzuziehen, Archons warpen rein und die ersten Stargates kommen. Also jetzt hier keine halluzinierten Phönixe mehr, sondern echte Phönixe und auch echte Voidways. Hat er gerade hier mal geguckt, wer jetzt hier auf jeden Fall der einzelne tunlich gut ist in Form von Changeling, glaube ich, war es jetzt hier gemeint. Und da kommt erneut wieder Go und da könnte er sogar die Echse snipen, das macht er auch jetzt hier. Wunderschön, oh, der Storm kommt, aber er konnte vorher alles einladen, richtig klasse gemacht. Blinkt er hinterher, schafft er das jetzt hier? Da blinkt er rein, das schafft er, oh, 2, 3 Overlords komplett voll und ich so sofort zum Flyblock, richtig klasse gemacht jetzt hier. Und da sieht man gerade jetzt hier, wie hart das Job, 1300 Minerals Unterschied gerade jetzt für ihr Gold Experience Zahl für Ixlot, aber trotzdem so viel Minerals gerade Unterschied für ihn. Und da muss aufpassen, gerade jetzt Haso in einer ganz klaren und ganz starken Position. Army Supply weiter, 30 Supply Unterschied gerade jetzt hier. Und jetzt ist auf jeden Fall Haso dabei, richtig gut zu agieren. 3 Gatebase, 4 Gatebase in Auftrag. Er hat die ersten Dark Temple, die reinwarpen. Der hier klärt mal ganz gechillt hier auf jeden Fall den Watchtower ab. Und hier vorne warten noch 2, 3 Zerglinge. Der könnte auch gleich in den Dark Temple ranlaufen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was hier gerade Phase ist. Der Protoss Ball ist dabei, langsam aber sicher, sich hier vorzuwagen. Da kommen die Eye Templar und könnten Feedbacks gleich mal runterregnen lassen. Da kommt der Burrow.
Und dann macht er einen Fangel. Und dann kommt der Feedback dafür. Oh, er stormt, er stormt. Wie krass war denn das bitte? Noch 8 mal Feedback drauf. Meine Fresse. Super gut gemacht ist hier auf jeden Fall. Hat den Storm genutzt. Richtig klasse. Aber hätte vielleicht Feedback-Regen machen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen für ihn. Hätte er viel, viel mehr agieren können. Und gerade jetzt killt hier Hase sein eigenes Supply, weil er genau weiß, er muss jetzt aufpassen. Und er macht gerade Graviton Drive. Und das ist übrigens, glaube ich, das Upgrade für das Warp Prism, dass er schneller durch die Gegend fliegen kann. Sehr interessant, ist mir ein neuer Drop jetzt gerade hier von X-Dot. Also jetzt hier der Spieler Hase auch mit sehr unkonventionellen Taktiken gerade hier. Wir haben neue Upgrades hier für die Fly Attack. Und der Electric Swarm der Beschuss 300 Leben, 100 Leben, noch 100 Leben, noch, und er geht down! Ohne gecancelt, gerade so! Klasse und wichtiger Move ist hier für X-Dot, also das war jetzt ein ganz wichtiger Move hier von ihm, er musste ihn auf jeden Fall canceln, denn hätte jetzt mein X-Dot ihn nicht interrupted, wäre das ganz übel für ihn geendet. Warp Prism ist fertig, da ist der DT, wo ist das Warp Prism? Liebes kleines Warp Prism! Auf jeden Fall gerade nichts dergleichen, da ist das Warp Prism, hat nichts eingeladen, aber hat auf jeden Fall auch den Boost bekommen im Movement Speed. Gleich kommt rein, da, Graviton Drive, da ist es. Und er lädt einen High Templar. Er lädt und er macht gerade hier den Graviton Booster. Das heißt hier auch, dass er direkt jetzt hier gleich den Boost. Oh, der Storm! Nochmal schön hier auf die Brutals drauf. Das Warp Prism ist da. Mal den nächsten Ring ab. Das ist für die einzelnen Observer. Und dann kommt der große Go hier von den Brutals mit dem FS an. Da kommt der wirklich der X-Lord Ball, kann man sagen. Da kommt die die Feedback, so krasser Schaden gerade macht. Und da muss er gerade hier droppen mit dem Warp Prism und da kommt er rein. Jetzt ist auf jeden Fall die Range von den Brutlords dabei. Neuer Storm, Mars Feedback hier auf die Fester, aber da kommt noch eins mehr Fangenklops drauf. Neue Warp, neue Fangenklops hier rein. Aber auch Feedback hier für den Protospieler. Meine Fresse, wir kriegen gerade hier ab. Oh, so viel Feedback gerade hier. Die Brutlords sind dabei, so viel Schaden zu verteilen. Wir haben insgesamt einfach mal noch 15 Brutlords hier. Und die kommen rein. Da können wir nochmal Feedback hier auf den Overseer. Neue einzelne Dark Templar morphen rein. Aber die Stalker sind dabei mit den einzelnen Blink. Aber Brutlords teilen gerade so viel Damage aus, so viele Blutlinge. Oh meine Fresse, das ist so übel. Neue Infester laufen gerade rein. Da kommt der Anis hier. Fange ich auf die Kalosi. Schafft er es oder nicht? Hat sich mehr geschafft, aber auch den einzelnen Observer hier gemacht. Auch nicht schlecht hier. Und da kommen die Blutlords rein. Meine Fresse, so viel Schaden gerade getankt durch die Blutlords. Neue Bane laufen rein. Fange ich auf, hält die auf. Und die Blutlinge machen den Rest hier gerade kaputt. Neue Stalker von oben laufen rein, blinken sich unter die Brutlords, versuchen die rauszuswipen. Aber hier unten die Kolossi. Und der schwere Beschuss. Da werden die Kolossi rausgeswipen. Schafft das noch? Ein Kolossi ist down. Der zweite und der schwere Beschuss. Die Stalker auch kaputt gemacht. Oh, was hier mit dabei? Oh mein Gott, jetzt gerade hier. Der letzte Kolossi auch noch down. Die Zerglinge laufen hier rein. Wir haben insgesamt 40 Zerglinge in Auftrag. Zwei Wolfface und ein Dark Templar. Da kommen die Wolfface an. Neuer Fangel auf hier oben auf die Einheiten. Aber keine Corrupter am Start. Kein Anti-Air gerade jetzt hier für X-Dot. Die Brutlords müssen das Feinde suchen, aber erneut, die Brutlords haben hier komplett die Expansion gekickt. Können aber jetzt hier ohne Probleme auch die Expansion hier kaputt hauen. Machen das auch gleich jetzt hier, ist die Frage. Neue Zerglinge laufen rein jetzt hier. Fahrer hier auf könnte kommen, die Voidbears laufen, greifen auf jeden Fall die einzelnen Infester an. Und die Zerglinge laufen rein. Und da kommt der Fahrer hier auf den Arche und die ganze Stalker, meine Fresse, schön viel Schaden gerade gemacht jetzt hier. Und hier oben, die Expansion geht so gut wie down. Jetzt hier unter schwerem Beschuss hier. Hier oben auch noch ein harter Job hier mit Baning und Zergling in die Mainway von Hase und er weiß gar nicht, wo er angucken soll, wo er anfangen soll. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich jetzt gucken soll. Super krasses Spiel von X-Lord hier. Er macht das richtig klasse hier und läuft nochmal rein. Die einzelnen Brutlords haben so viel Damage gemacht. Erneut hier den Go. Die einzelnen Bäume jetzt laufen hinterher, versuchen nochmal den letzten Brutlords hier rauszusnipen. Aber hier oben die Expansion, die Mainway fällt. Alle Tech-Gebäude unter schwerem Beschuss. Hier einzelne Baninge noch mit dabei. Und hier oben werden die letzten Brutlords rausgesniped. 17 Infester sind auf dem Weg und er sagt jetzt auch Hase, keine Chance mehr, GG, well played. Und ihr wisst, was das heißt. Es heißt 2:2 in diesem Best of 5. Das heißt, wir gehen Match Nummer 5 und das ist das finalste Match. Bis dahin, gehabt euch wohl.